Hallo, ich freue mich, euch auf meinem Kanal Aurora Sternmagie begrüßen zu dürfen. Heute wollen wir gemeinsam in die Tagesenergien vom Sonntag schauen, Sonntag, den 26. Februar. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Samstag. Meiner ist, ja, sagen wir es mal so, ganz okay. Und jetzt geht es los in die Energien von Sonntag. Da hätte ich gerne drei Karten. Was darf ich für Botschaften überbringen? Welche Energien sind morgen für uns wichtig? Worauf dürfen wir uns freuen? Oder worauf sollten wir vielleicht achten? Drei Karten hätte ich da gerne für die Tagesenergien vom Sonntag. Noch zwei. Bei uns ist es wieder ganz schön kalt geworden. Upala, die ist aber geflogen. Und eine. Ich hatte mich eigentlich auf den Frühling gefreut, aber irgendwie kommt der Winter zurück. So, es ist die Personengefahr. Boah, die Personenkarte gefallen und das Kleeblatt, also das Glück. Von daher dürfen wir davon ausgehen, dass wir uns morgen ja, in unserer Mitte fühlen, glücklich fühlen, alles in Ordnung ist, wir schon morgens aufstehen und eigentlich so richtig Lust auf einen schönen Sonntag verspüren. Jetzt sind wir nochmal gefallen und die Botschaft. Die Störche sind gefallen, die hatten wir gestern schon mal in der Grundenergie. Ist einerseits eine Botschaft dafür, dass wir uns vielleicht hibbelig fühlen, aufgeregt sind, vielleicht auch im Zusammenhang, weil wir uns einfach glücklich fühlen, irgendwas unternehmen möchten, voller Tatendrang, voller Energie sind. Denn hier ist auch wieder die Personenkarte gefallen und Der Reiter, der anzeigt, dass entweder man eine Nachricht erhält oder dass man irgendwohin aufbricht. Irgendwohin muss es nicht unbedingt sein, aber in eine Richtung aufbricht, ja, eine Entscheidung treffen wäre falsch. Also zu sagen wäre falsch. Vielleicht bekommen wir morgen einen Anruf, eine Nachricht, die uns freut, die uns ein bisschen Aufregung bringt. Ich kann jetzt nicht sagen aus den Karten, dass wir mit demjenigen etwas unternehmen, das sehe ich jetzt nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein schöner Sonntag mit ein bisschen Aufregung und ja, vielleicht meldet sich jemand bei uns und fragt, wie unser Sonntag ist, ob wir was unternehmen wollen. Denn wir schauen auf den Reiter, möglich auch, dass ihr die Idee bekommt morgen früh, hey, bei der oder bei dem habe ich mich schon lange nicht mehr gemeldet und einfach mal ja, eine WhatsApp schreibt oder anruft und Lust habt, irgendwie den Tag mit diesen Menschen zu verbringen. Von daher für morgen sehr schöne Energien, sehr intensive Energien, weil unsere Personenkarte zweimal gefallen ist. Ja, was das alles noch ein bisschen intensiver macht. Aber Grundtendenz morgen ein glücklicher Sonntag. Jetzt schauen wir noch in die Engelseelenkarten rein, welcher Engel uns denn morgen am Sonntag begleitet. Eine Karte bitte, welcher Engel morgen bei uns ist. Welcher Engel begleitet uns morgen am Sonntag? Eine Karte bitte. Zwei, gut. Dann sollen es zwei sein. Engel des Glaubens, gute Dinge werden kommen, bewahre dir den Glauben daran. Ich glaube, der Engel war gestern schon bei uns. Mag mich täuschen, aber ich habe das irgendwie. Engel der Seelenliebe, auf dich wartet eine himmlisch geführte Begegnung. Würde gut dazu passen, zu den Nachrichten, wo ich gesagt habe, das Glücksgefühl und ein bisschen Aufregung. Ja, vielleicht meldet sich ein lieber Mensch morgen bei euch und ihr verbringt gemeinsam einen wunderschönen Tag. Vielleicht sogar jemand, auf dessen Anruf ihr schon lange hofft,
Denn der andere Engel sagt ja, gute Dinge werden kommen, verlier den Glauben nicht dran. Das war's von mir für heute, für euch, für morgen den Sonntag. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen traumhaften Sonntag. Genießt die positiven, glücklichen Energien und bis morgen. Tschüss.